Our next speaker is from Finland. It's Ari Grois, Eco-Modernist Society of Finland. His speech is in German. Hallo Berlin. Hallo Deutschland. Ich bin Ari. Ich komme aus Finnland. Ich bin hier, weil ich bin der festen Meinung, dass Deutschland seine Atomkraftwerke in Betrieb nicht abschalten sollte. Ich sehe das absurd, dass Deutschland schließt seine gut laufende Atomkraftwerke und eröffnet neue fossil befeuerte Kraftwerke. Ich sehe es einfach absurd. Der Klimawandel hat begonnen und seine Auswirkungen sind überall. Die Nutzung fossiler Brennstoffe muss schnell auslaufen. Dies muss das Ziel der politischen Entscheidungsfindungen in allen Ländern sein. Die Fakten sprechen für Atomkraft. Sie ist emissionsfrei, sicher, kostengünstig und stabil. Die Atomkraftwerke benötigt von allen Formen der Energieerzeugung am wenigsten Fläche und Rohstoffe. Atomkraft ist sicher und ihre Risiken sind beherrschbar. Atommüll kann sicher behandhabt und entsorgt werden. Wir haben alle Mittel, um den Kohlenstoffdioxidausstoß zu stoppen. Die Mittel müssen genutzt werden. Wir wissen, wie mit den wenigen Risiken und Problemen der Kernenergie umgehen. Aber die natürlichen Phänomene, die durch den Klimawandel verursacht werden, können wir nicht kontrollieren. In Finnland bauen wir mehr Atomkraft. Inbetriebnahme eines 1600 Megawatt Kraftwerks passiert gerade und die Fundamente für ein 1200 Megawatt Kraftwerk ist gelegt. Unsere Regierung hat sich für Jahr 2035 ein CO2-Neutralitätsziel gesetzt. Und die Parteien sind fast einstimmig, um einfachere Regelungen für den Bau kleiner modularer Reaktoren zu schaffen. Leiten Sie bitte die Botschaft an Angela Merkel, Olaf Scholz und andere Politiker weiter. Es geht nicht nur um Deutschland, nicht nur um Europa. Hier geht es um den ganzen Planeten. Danke. Thank you.